Ja, meine Damen und Herren, in der Recyclingbranche wird ja auch das Thema Brandschutz immer wichtiger, vor allem eben, wenn es um die Sammlung und Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien geht, deren Aufkommen ja immer mehr zunimmt, wie wir auch gerade gehört haben. Sebastian Jeschke, den ich jetzt schon mal bitte, sein Mikro und seine Kamera einzustellen, ist technischer Leiter der Stülbich Active Safety GmbH, ein Unternehmen des technischen Brandschutzes aus Hannover. Und er wird uns jetzt berichten über Gefahrenmanagement von mit Lithium-Ionen-Batterien verunreinigten Abfällen. Herr Jeschke, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich Grüße mich auch. Sie. Ich kann Hallo. Sie hören, sehr gut. Ich kann Sie hören Und wenn und Sie jetzt sehen. Ihre Präsentation freigeben, dann haben Sie das Wort. Bitte schön. Ja, starte ich auch gleich mal, Genau. damit wir das Technische geklärt haben. Genau. Unten mit Bildschirm freigeben. Super, jetzt können wir was sehen. Und jetzt sollte die Präsentation da sein. Da ist sie. Ja, mein Name ist Sebastian Jeschke. Ich bin technischer Leiter bei der Stülbich Active Safety GmbH. Ist eine Tochter der Stülbich-Gruppe, ansässig in Goslar, wo wohl jetzt die Stülbich Active Safety rein formal in Hannover ansässig ist. Aber das ist jetzt in diesem Rahmen, glaube ich, nicht ganz so interessant. Ich will gleich mal, bevor ich mit meinem Vortrag starte, das Ende des letzten Gesprächs aufgreifen, dass die Bereitschaft, Batterien so einzubauen oder aufzubauen, dass sie gut recycelt werden können. Denn da sind wir direkt bei dem Problem, was ich gleich beschreiben werde. Das eine ist, wie ist die Batterie aufgebaut, um sie recyceln zu können, aber auch, wie ist sie denn verbaut, um das Gesamtprodukt recyceln zu können. Und da sind wir bei dem Problem, dass eben der angelieferte Elektroschrott, nenne ich ihn jetzt mal, eben nicht so angeliefert wird, wie es wünschenswert wäre, nämlich ohne Batterien und die Batterien alle separat. Das ist teilweise dem geschuldet, dass ja, man nicht richtig sortiert. Da kann man jetzt auch nicht den einzelnen Schuldigen ausmachen. Liegt aber auch mittlerweile daran, dass man es gar nicht sortenrein entsorgen kann, denn bei Handys kann ich den Akku nicht ausbauen, ich kann bei Zahnbürsten den Akkus nicht ausbauen. Laptops mittlerweile ist es auch so, sodass wir eben das Problem haben, dass man zwar sein Elektro-Altgerät abgibt, sei es beim Recyclinghof von der Kommune, in die entsprechende Gitterbox, und dann wird das gesammelt und eben beim Elektro-Recycling-Unternehmen angeliefert. So, jetzt liegt das da, ich habe mal so plakativ da ein etwas größeren Schrotthaufen gezeigt. In so einem Haufen sollte sich optimaler Fall kein Akku befinden. Die Realität sieht aber leider anders aus. Und gerade durch die Lithium-Ionen-Akkus, die häufig verbaut sind oder immer häufiger, wir hatten vorhin das Beispiel der Akkuschrauber, Laptops, da sind die überall fest verbaut, krieg sie nicht raus. Die sind mitten in diesem Elektroschrott drin und das Lagern an sich auf offener Fläche ist gar nicht mal das Problem, sondern beim Umschlagen entstehen dann oftmals die Probleme. Idealfall wäre, es gäbe einen Container, da sind überhaupt gar keine Batterien, Akkus drin. Es gibt einen Bereich mit Festverbauten, da wüsste man, okay, das muss man alles von Hand demontieren. Da sind wir bei den Kosten des Recyclings. Das heißt, wenn immer mehr Produkte auf den Markt kommen mit festverbauten Batterien, Akkus, muss man irgendwie das Recyceln einpreisen, denn das ist dann von Hand zu öffnen oder sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Und die dritte Sorte an Schrott wäre Optimalfall nur Batterienakkus, die man dann eben dem entsprechenden Unternehmen, wir haben es vorhin gehört, direkt zuführen könnte. Die müsste eigentlich gar nicht beim Elektroschrott-Recycling-Unternehmen angeliefert werden. Denn die werden dort nicht immer recycelt, sondern eigentlich nur demontiert, gesammelt und weiterverarbeitet bei einem anderen Unternehmen. Was kann man tun, um diesem Problem umzugehen? Also muss ich meinen Schrott, der mir angeliefert wird, im Sinne eines Recyclingunternehmens erstmal vorsortieren. Das heißt, wenn ich das tue, kann ich natürlich meine Produktionsanlagen, die dahinter liegen, schützen, denn von diesen Lithium-Ionen-Akkus geht eben eine akute Brandgefahr aus. Also es ist nicht so, dass das selten passiert, sondern
nach Rücksprache mit den betroffenen Unternehmen kann man im Sommer davon ausgehen, dass es na, vielleicht nicht täglich, aber wöchentlich zu kleineren Bränden kommt, die alle undramatisch sind, weil man sie sofort detektiert, vor Ort löschen kann und das Problem beseitigt ist. Durch das Sortieren, man sieht es, es findet von Hand statt, größtenteils, um eben zu schauen, sind auch Batterien verbaut oder sind keine Batterien verbaut, muss man eben gucken, dass man das Restrisiko für die eigene Produktionsstätte verarbeitende Anlagen wie Schredder, weil im Schredder möchte ja niemand Akkus haben. Die entzünden sich durch den mechanischen Defekt. Es bleibt aber, dass die angelieferten Schrottmengen, die bleiben erstmal unsortiert gelagert. Also der LKW kommt, schüttet ab und bis es verarbeitet wird, liegt es dort eben unsortiert rum. Und ich sehe die Akkus auch nicht in diesen großen Schrotthaufen. Das sind mal zwei Beispiele von einem Unternehmen, was auch hier zur Gruppe gehört. Das sind alle Aufnahmen, die ich zeige, sind von der Firma Electrocycling GmbH. Dort haben wir ein System installiert, um eben mit diesen Gefahren umzugehen. Und das sind erstmal für den Eintritt zwei Bilder, wo man das sieht, dass beim Umlagern im linken Bild sieht man eine Rauchwolke. Da greift der Bagger in den Schrott, zerquetscht den Akku, der entzündet sich sofort. Und im rechten Bild sieht man im linken unteren Bereich, ich weiß gar nicht, ob man meinen Mauszeiger sehen kann. Kann man, glaube ich, ne? Genau. Ja, den kann man sehen. Ja, hier sieht man, da wurde dann vor Ort während des Betriebs auch ein sich entzündender Akku detektiert, dort abgelegt, wird dann von Hand mit einem Löschschlauch gelöscht. Und das passiert dann, wie gesagt, nicht täglich, aber doch wöchentlich. Auswirkungen können dann sein, wenn ich sowas detektiere vor Ort, habe ich gerade gesagt, passiert nicht viel. Die Mitarbeiter können das löschen. Problem sind die Brände, die entstehen bei, also außerhalb der Betriebszeit, am Wochenende oder nachts. Ist auch schon vorgekommen, letztens erst wieder, dass eben Anwohner dann große Rauchsäulen melden. Das heißt, die Feuerwehr wird informiert, wenn es schon sehr spät ist oder schon sehr stark brennt. Die Kosten, die dann entstehen durch Schäden, Entsorgung vom Löschwasser, Betriebsausfälle, das sind die Klassiker bei Bränden. Also das ist jetzt nicht speziell für die Recyclingbranche ein Thema, wenn Schäden durch Brände sind für alle Betriebe gleich. Aber hier ist es eben tatsächlich so, dass eigentlich von dem Betrieb nicht der Schaden ausgeht oder die Brandgefahr ausgeht, sondern eben durch die Verunreinigung mit den Lithium-Ionen-Akkus. Löschwasser ist auch teuer, das, gerade wenn in Zusätzen gearbeitet wird. Je später ich den Brand detektiere, desto höher, desto mehr Löschwasser, Löschmittel brauche ich und die Kosten steigen ja auch. Ein weiteres Problem ist natürlich, wenn es oft bei mir brennt, wird sich die Versicherung irgendwann melden und sagen, ich habe keine Lust mehr, deinen Betrieb zu 100% zu versichern, sondern vielleicht noch eine Deckung von 80% oder. Also da sind die Versicherer sehr erfinderisch. Was haben wir gemacht vor Ort? Wir haben eine frühzeitige, schnelle Branderkennung detektiert, die optisch-thermisch funktioniert. Das heißt, wir überwachen dort die Bereiche, wo ja, Schrott gelagert wird, in allen Sorten, rund um die Uhr auf sich ja, entstehende Glutnester, auf erhöhte Temperaturen, auf Rauchentwicklung oder direkte Flammenentwicklung durch Spontanentzünden. Das System reagiert sehr früh bei kleinen Bränden schon, sodass wir eben nicht erst spät alarmieren, sondern wir können sehr früh alarmieren. Während der normalen Betriebszeiten geht die Information an den Schichtleiter, an den Betriebsleiter. Man kann Gegenmaßnahmen einleiten und das Feuer eben bekämpfen. Sei es nur durch Auseinanderziehen des Schrotthaufens, Freilegen der Brandstelle und eben löschen mit Wasser. Das haben wir bei der Firma Electrocycling so installiert im ganzen Außenbereich. Ich habe hier mal so eine kleine Schema-Darstellung, was dort im Prinzip installiert wurde. Wir haben Sortierbereiche, verschiedene Boxen. Wir haben die Detektion dazu. Das Ganze läuft über klassische Brandmeldezentralentechnik.
Das heißt, da ist keine Sonderlösung, sondern das ist einfach das Übliche, was man auch sonst in der Branddetektion eben verwendet. Hier mit der Besonderheit, dass wir bei der Firma Electrocycling direkt auch Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Das heißt, kleinere Sortierboxen sind direkt mit einer Löschanlage ausgestattet. Das heißt, selektiv, je nachdem, welche Box ein Brand hat, wird eben direkt gelöscht. Das ganze System alarmiert aber auch über Optiken oder akustische Warnmeldung. Es gibt, wie üblich, auch die Weiterleitung Richtung Feuerwehr. Wir haben auch schon mit den Feuerwehren vor Ort eben genau über das Problem gesprochen. Und die sind auch immer daran interessiert zu wissen, wo brennt es denn, wo im Außenbereich, um eben direkt zielgerichtet anzurücken und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das ganze System ist auch mit dem Internet verbunden und bietet die Möglichkeit, wir hatten vorhin schon ein paar Hinweise auf das Thema Digitalisierung. Das heißt, auch da ist es so, dass wir natürlich den Weg mitgehen und sagen, wir wollen direkt die Mitarbeiter, auch wenn sie nicht vor Ort sind, über ihr Smartphone oder PC zu Hause informieren, alarmieren können, um eben die Leute direkt zu informieren, was mit ihrem Betrieb los ist. Das ist mal ein Übersichtsbild vom Außenbereich. Da sind 10 Detektoren installiert für verschiedene Bereiche, um das gesamte Außengelände, was nicht ganz klein ist, zu überwachen. Hier sieht man dann auch, dass es mit konventioneller Meldetechnik eben nicht funktioniert. Also über die Schüttboxen irgendwelche konventionellen Melder zu platzieren, funktioniert eben nicht. Und da kommt dann eben eine doch innovative Lösung zum Einsatz, die die frühzeitige Branderkennung eben ermöglicht. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, dass ich nicht zu sehr überziehe, dass wir wieder in den Zeitplan reinkommen. Ja, das passt noch. Wir haben noch ja, ich habe noch ein paar Beispiele, die ich gleich zeigen möchte. Deswegen, jetzt habe ich viel erzählt, was das System kann, was es alles tut. Was eigentlich ganz schön ist, finde ich immer, wenn man dann auch mal am Bild sieht, wie es in der Realität funktioniert. Ich würde jetzt gerne ein Video zeigen, was den gesamten zeitlichen Ablauf von Detektion bis Löschen eigentlich in Echtzeit darstellt. Ich starte das einfach mal. Ich hoffe, dass das auch jetzt Vollbild läuft. Kann man gut sehen. Ja, gut. Man sieht jetzt in der rechten Box ein kleines Flämmchen hier. Da flackert es. Und das sind jetzt aufgenommene Daten auch bei der Firma Electrocycling, wo wir eben diese Versuche mit dem System auch gefahren haben. Es beginnt langsam der Elektroschrott, der nun mal nicht nur aus Metall besteht, sondern sehr, sehr viel aus Kunststoff, dann irgendwann auch sehr stark schwarz an zu rauchen. Und man wird gleich sehen, wie eine Einblendung in diesem Bereich kommt, dass das System Rauch bzw. Temperatur und Flammen detektiert. Also wir haben jetzt eine Zeit, die hier läuft von 46 Sekunden, von Start des Feuers. Also da sieht man schon die ersten Temperaturmeldungen. In diesem Fall könnte man Voralarme direkt auf Smartphone generieren, dass die Mitarbeiter informiert sind. Die können sich sofort auf den Weg machen. Und es wird aber so sein, dass bevor diese Mitarbeiter jetzt gleich da sind, wird die Löschung ausgelöst werden. Da ist die Flamme wurde erkannt. Das ist das kleine Rechteck. Und wenn man darauf wartet, fühlt sich das alles immer sehr, sehr lang an. Aber im Endeffekt reden wir hier von einem Zeitraum von gut 2 Minuten von Entstehung der Flamme bis zur Löschung. Ein Mitarbeiter guckt sich das ganz interessiert an. Ja, gut. Wir haben das natürlich nicht unbeobachtet gemacht. Jetzt sieht man das. Die Löschung wird ausgelöst. Und das Feuer ist an der Stelle, ja, dauert noch ein paar Sekunden, aber dann ist das Feuer bekämpft. Und das ist etwas, was natürlich ein ganz anderes Ausmaß annimmt, wenn ich so etwas tue, als wenn ich jetzt mir vorstelle, dass das Feuer sich am Wochenende weiterentwickelt und die ganze Box irgendwann anfängt. Jetzt sieht man aber auch, dass es gar nicht so leicht ist, Batterien zu löschen. Das flammt immer wieder auf, ne? Also ja, man braucht sicherlich schon eine einige Menge an Wasser, obwohl
tatsächlich, dass hier ein bisschen anders ist als im Bereich der Automobilindustrie. Da waren ja auch schon einige Hinweise heute, dass eben die Größe der Batteriespeicher von Automobilbereich sicherlich deutlich schwerer zu löschen ist, als sich ein entzündender Akku. Hier ist es tatsächlich das Problem, dass der Akku sehr schnell irgendwann verglüht oder ausgebrannt ist. Aber wenn dann das ganze Kunststoff drumherum brennt, dann gibt es eben die Probleme, das wieder in den Griff zu bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Beziehungsweise hat man dann einen klassischen Kunststoffbrand, der gelöscht werden muss. Ich gehe mal ganz kurz darüber, was ich hatte das vorhin kurz angerissen. Das Thema Digitalisierung, Information wird bei uns groß geschrieben, kann sich, glaube ich, keine Firma mehr vor verwehren, muss man machen. Und deswegen tun wir das auch. Wir haben eine App, wo wir den Online-Status der verbauten Komponenten sehen, also was macht die Brandmeldezentrale, was macht der oder die Detektoren. Und im Falle eines Feuers, ich habe das Beispiel hier mal aufgemacht, gibt es eine Push-Nachricht, wie man sie kennt, von WhatsApp und ähnlichen Apps, wo ich dann eben einen Screenshot bekomme, was der Detektor gesehen hat. Und dann kann ich jetzt einschätzen, okay, ist da jemand mit einem Gasbrenner? Hat jemand ganz blöd Samstag den Grill angemacht oder ist es ein echtes Feuer? Also ich kann sofort entscheiden, was ist denn da los? Das ist das, was wir an der Stelle dort haben. Ich möchte noch einmal ganz kurz ein Video zeigen, was jetzt nicht, was nicht von Elektrocycling ist, aber wo man einmal sehen kann, was so die Detektionsgeschwindigkeit möglich macht. Und das ist hier ein Fahrzeug, was mit einer Flamme durchs Bild fährt. Das ist ein ganz kurzes Video. Ich versuche das mal einmal anzuhalten mittendrin. Und da sieht man eben, dass, wenn man das so konfiguriert, das System tatsächlich sehr zeitnah reagiert bei hohen Temperaturen. Ist völlig frei konfigurierbar, also gerade was so Fehlalarme angeht, sind wir da sehr robust. Aber das in dem Fall würde es keinen Alarm auslösen, richtig? Bitte? In dem Fall würde das System keinen Alarm auslösen, oder? Kommt ganz darauf an, wie man eben das System einstellt. Also möchte ich sehr schnell reagieren, weil mein Prozess eigentlich wenig Störgrößen hat, dann kann ich es darauf optimal anpassen. Habe ich ein System, was vielleicht, ich bleibe mal bei dem Beispiel Firma Elektrocycling, die ja auch zu der Runde hier dazugehören. Da haben wir sehr viel Störgrößen wie Radlader, die durchs Bild fahren, heiße Auspuffabgase haben. Und das muss man halt alles individuell einstellen, sodass man am Ende das erkennt, was man erkennen möchte und alle Störgrößen eben als Fehlalarme unterdrückt. Lässt sich aber alles machen. Ich will jetzt gar nicht die Details des Systems erklären, weil dann sind wir seit Tag rum. Müssen wir auch nicht machen. Wir haben auch schon die ersten Handwerker-Fragen bekommen. Ja, können wir auch direkt einsteigen. Ja. Kein Problem. Okay. Internet of Things. Prima. Dann an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Jeschke, für Ihren Vortrag, für diese interessante Möglichkeit, Brände schnell zu erkennen. Und ich sage nur, es ist jammerschade, dass wir unsere Anlagenbesichtigung nicht machen, denn eigentlich wären Sie dabei gewesen und Elektrocycling auch, dann hätte man sich das vor Ort ansehen können, aber natürlich die dritte Corona-Welle ist uns da dazwischen gekommen, bedauerlicherweise. Aber ich denke mal, jeder, der sich das live vor Ort gerne ansehen würde, ist nach Voranmeldung in Goslar vermutlich willkommen. Vielleicht lassen Sie mich ganz kurz dazu was sagen. Wie gesagt, wir haben da eine Kooperation mit der Firma Elektrocycling und wenn man sich bei dem Geschäftsführer, dem Herrn Hannes Fröhlich, meldet, ist es durchaus möglich, dass wir uns vor Ort treffen und uns das alles in echt anschauen können. Super, also dann hätten wir sozusagen die Anlagenbesichtigung im Nachgang nach der Corona-Pandemie dann doch noch ermöglicht. Ja, jetzt habe ich Herrn Piel, kann ich schon sehen. Herr Piel, Sie dürfen auch schon Ihren Mikro freischalten und Ihre Frage direkt an Herrn Jeschke stellen. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag, Herr Walter. Vielen Dank für die Freischaltung und schönen guten Tag, Herr Jeschke. Hallo. Vielen Dank, hallo, für die sehr interessante Präsentation und die Erläuterung. Ich habe dazu folgende Frage. Und zwar haben Sie im Zuge Ihrer Überwachungssystematiken quasi, möchte ich es jetzt mal nennen, auch wenn Überwachung da vielleicht ein etwas negativ behafteter Begriff ist, schon so Feststellungen machen können,
wo besonders häufig Brandereignisse in den Recycle-Anlagen auftreten, also in welchen Prozessschritten beim Abladen, bei der Lagerung, beim Sortieren, beim Schreddern, hoffentlich dann da nicht mehr besonders häufig. Können Sie dazu eine Auskunft geben? Ja, kann ich. Das könnte sicherlich der Herr Fröhlich von der Firma Elektrocycling noch viel detaillierter, der aber heute nicht dabei ist. Es ist so, dass beim eigentlichen Anliefern, Ablagern weniger passiert, sondern es ist eigentlich dann, wenn es darum geht, dass der Bagger mit dem Greifarm in die Haufen reingeht, die ein bisschen umsortiert, umlagert und eben auf die Förderbänder legt für diese, man hat es in einem Bild gesehen, wo dann von Hand vorsortiert wird. Mhm. Aber das Greifen mit dem Baggerarm, dabei wird alles, wenn man unglücklich greift, wird der Laptop kommt in der Mitte durchgeknackt und man kennt es, Apple-Produkte, sage ich jetzt einfach mal als ein Hersteller, der gerne seine Geräte verklebt, da kann der Mitarbeiter oder der auch gar nicht den Akku vorher rausnehmen. Das ist sehr schwierig. Und das sind eigentlich die ersten Schritte, wo es oftmals passiert. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass in irgendwelchen Mühlen und Schreddern auch noch ein Akku drin ist. Ja, klar, wenn die dann da entsprechend so verbaut sind, dass man da nicht direkt rankommt. Ja. Wenn ich noch eine, vielen Dank erstmal für die Antwort. Wenn ich dann noch eine weitere Frage kurz stellen dürfte. Sie hatten ja gesagt, dass Sie quasi auch im Zuge der Digitalisierung dann natürlich auch entsprechende Einstellungen am System vornehmen können. Mhm. Mich würde da jetzt interessieren, sammeln Sie quasi auch Daten darüber oder ist das vorgesehen, Daten darüber zu sammeln, wo zum Beispiel wie viele Brandereignisse auftreten oder mit welcher Hitzeentwicklung das dann einhergeht oder wie schnell die Brände gelöscht werden, um dann auch jetzt beispielhaft das System optimieren zu können? Also gibt es da statistische Auswertungen oder also sowas? Wir haben aufgezeichnet, welche Ereignisse wann, in welchem Bereich, in welchem Detektor auftreten und dokumentieren das auch alles. Und die Erkenntnisse, es ist ja gerade am Anfang, wenn man so beim Kunden so ein System installiert, ist es eben so, dass man das für den Kunden einstellen muss. Und wir nehmen diese Videoschnipsel, nenne ich es jetzt einfach mal, gucken, war es ein echter Alarm, war es vielleicht doch kein echter Alarm und spielen das zurück in den Algorithmus, sodass der Algorithmus intelligenter wird. Also zuerst zum einen. Und ansonsten sind man natürlich auf die Mitarbeit des Kunden angewiesen, um eben zu sagen, okay, was für Schrottsorten sind besonders empfindlich. Also da sind die aber schon sehr weit, das eben so auch zu sortieren, dass in manchen Bereichen eben nichts liegt oder weniger, Batterie, verunreinigter Abfall und in anderen Bereichen mehr. Also quasi schon lernende Systeme, Herr Jeschke. Lernt das jetzt nur beim Kunden oder lernt das System insgesamt? Also mit anderen Worten, nehmen Sie die Daten auch mit für weitere Systeme, die Sie installieren? Also das ist so, dass jeder Kunde für jeden Kunden lernt. Okay. Also läuft nicht vollautomatisch, da geht es auch um das Thema Datenschutz. Wir können ja nicht einfach irgendwelche Bildmaterialien vom Kunden uns nehmen. Also es ist in Kooperation, aber es ist durchaus so gewünscht, dass wir Informationen kriegen, das Zurückspielen, der Algorithmus intelligenter wird und dann, ich sag mal, durch Firmware-Updates allen zur Verfügung steht. Ja, vielen Dank, Herr Piel, für Ihre Frage. Gerne, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage von Herrn Dr. Schöps. Sie dürfen sich freischalten, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Jeschke, für diesen wunderbaren Vortrag. Wir haben ja gestern in Hannover gesehen, wie dringend notwendig solche Systeme sind, die Sie dort entwickeln. Dort ist eine Halle niedergebrannt mit 2500 Quadratmetern, obwohl es eine Aufschaltung auf die Feuerwehr gegeben hat. Der Brand wurde gemeldet, die Feuerwehr kam zu spät, die Halle ist hin. Von Ihnen würde ich gerne erfahren, was sind denn die Hauptherausforderungen bei Ihrer Detektion? Sind es Staub, Nebel, ich denke an Freilager, ist es Frost, ist es Wind oder solche Einflüsse? Und der zweite Teil der Frage ist, bezogen eben auf das erste Video, was Sie gezeigt haben, können Sie denn die Löschmittelaufgabe gezielt richten auf den Brandherd? Also zum ersten Teil der Frage ist es schon so, dass man eben gucken muss, wenn ich Außenflächen habe, wo ich mit Staub rechnen muss. Das heißt, Staub und Wind lässt sich natürlich nicht so ganz einfach unterscheiden von Rauch. Das ist rein optisch für die Kamera sehr ähnlich. Das heißt, wir kombinieren dort die Messgrößen Temperatur, die direkte Flammenerkennung über Helligkeit und eben Rauch
verknüpfen das, wie man es kennt, zu einem Mehrkriterienmelder. Also das kann man aber auch sehr individuell einstellen, um diese Störgrößen in den Griff zu kriegen. Klar, Nebel, helle Lampen muss man schauen. Das ist alles etwas, was man parametrieren und so einstellen kann, dass es eben sauber detektiert, dass das, was ich vorhin meinte, aber eben nicht zu Fehlalarmen führt. Das lässt sich mit dem Kunden zusammen sehr individuell lösen. Sei es auch nur die Blickrichtung des Detektors. Wenn ich die geschickt wähle, habe ich schon mal Gegenlicht ausgeschlossen und solche Probleme. Zweite Frage, da müssen wir uns noch ganz mal helfen. Zweite Frage. Ob Sie das zielgerichtet machen können. Ja, genau. Nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken. Also es ist nicht so, dass wir eine Koordinate übermitteln und dann eine motorisch verfahrbare Düse haben, die dorthin guckt. Das machen wir nicht. Sondern, also wir können es insofern schon zielgerichtet machen, dass der Detektor 16 Bereiche hat, die wir individuell kennen und festlegen können. Und dann könnten wir auch sagen, okay, wenn es in der Region ist, muss die Düse auslösen und in einer anderen Region eine andere. Alles Weitere sind Dinge, die wir erproben oder versuchen können, sagen wir es mal so. Wir haben auch schon drüber nachgedacht. Stand heute haben wir es aber nicht. Also das ist ein lernendes System auch in einem Unternehmen. Das sehen wir bei uns ab. Vielen Dank, Herr Dr. Schöps, für Ihre Frage. Ich sehe eine Frage von Frau Urban. Bitte schalten Sie sich frei. Sehen können wir Sie schon. Ja, guten Tag. Urban von der Hochschule Harz. Ich möchte kurz die Frage stellen. Eben die Recyclingquoten werden ja immer wichtiger, weil die EU das vorgibt. Wie wirken sich Brände auf die Recyclingquote aus, weil ja dann Material vernichtet wird und eventuell dann nicht recycelt werden kann? Gibt es dazu Untersuchungen oder Auswertungen? Und eben damit dient dann das Brandbekämpfungsverfahren natürlich auch dazu, dass weniger Material zerstört wird und dann die Rückgewinnungsquoten größer werden. Ja, also ich bin da im Vortrag ein bisschen jetzt überweggegangen aufgrund der Zeit, aber es ist tatsächlich so, dass der Schaden durch einen Brand bei einem Recyclinghof im Außenbereich, wenn man nicht gerade eine Halle hat, dann ist der Schaden von Betriebssicht relativ gering. Beim letzten Brand bei der Firma Elektrocycling, ich hoffe, das darf ich so sagen, war der Schaden eine Abdeckung einer Laterne. Das war der Schaden. Der Rest ist aber natürlich verbrannter Rohstoff. Also da gehen schon einige Tonnen, wenn es wirklich zu einem so großen Feuer kommt, sind unwiederbringlich weg. Aber ich kann Ihnen keine Zahlen nennen. Also da ist sicherlich der Herr Fröhlich von der Firma Elektrocycling einer, der dort Informationsmaterial hat. Herr Jeschke, ich würde auch gerne Zahlen von Ihnen wissen, nämlich was kostet mich das Ganze? Also nehmen wir mal an, ich habe ein Gelände von 5000 Quadratmeter und möchte mir gerne so eine Überwachungsanlage installieren. Wie viel Geld, na über den Daumen hinweg, müsste ich investieren? Da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil das erstens nicht meine Kernkompetenz ist. Da sind die Kollegen Herr Gödig und Frau Manuela Arndt, die, glaube ich, auch hier Teilnehmer sind, aus Vertriebssicht die richtigen Ansprechpartner. Weil es, ich muss es so antworten mit, es kommt drauf an. Das ja, von Wissler. Ja, also ich bin mal vorsichtig und sage, wenn man, unabhängig jetzt die Quadratmeterzahl zu nennen, aber irgendwo bei 30.000 Euro starten wir mal. Mhm. Um jetzt, das kann ich vielleicht so sagen, aber alles Weitere wäre ich jetzt vorsichtig, da wird man darauf festgenagelt und muss hinterher sehr viel erklären, warum es denn teurer ist. Ich wollte jetzt kein verbindliches Angebot von Ihnen. Nein, nein. So eine Hausnummer. Aber so als Hausnummer, ja, kann man das vielleicht mal sagen. Sie haben ja schon gesagt, die Versicherungen sind erfinderisch. Kann man da, oder haben Sie es erlebt, dass man dann auch mit den Versicherungen verhandeln kann und sagen, wir wollen uns jetzt so eine Anlage installieren, können wir dann auf geringere Versicherungsprämien hoffen? Ja, definitiv. Also es ist so, dass da kann ich keine Zahlen nennen, weil wir nicht die sind, die Versicherungen verkaufen oder brauchen, sondern das ist in dem Fall auch die Firma Elektrocycling. Mhm. Die kann definitiv dort Empfehlungen aussprechen, denn da war es, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass wir sicher gesagt haben, ihr müsst jetzt was tun, ansonsten steigt die Prämie. Okay. So. Und im Endeffekt ist das, was wir tun, eine technische Versicherung. Mhm. Und das refinanziert sich über verringerte Versicherungsprämien an den eigentlichen Sachversicherer. Sehr schön. Ja.
Herr Jeschke, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für die Diskussion mit Ihnen. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen im Moment. Nochmal einen herzlichen Dank auch an alle Vortragenden, an alle Teilnehmenden, an die wertvollen Informationen und die guten Fragen, die wir gehört haben. Ich darf Sie jetzt einladen, wirklich auf die Messe zu gehen, also unsere 38 Aussteller auf ihren Messeständen wirklich zu besuchen, sich auch untereinander kennenzulernen. Ich bin sehr, sehr glücklich über mehr als 300 registrierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Sie auch untereinander können Sie sich gerne kontaktieren. Klicken Sie einfach auf den Punkt Teilnehmer und stellen Sie einen Kontakt her. Sie können auch jederzeit eine spontane Jump-in-Discussion machen. Auch das ist möglich bei uns. Geben Sie uns bitte auch gerne Feedback. Das ist für uns natürlich als Veranstalter ganz, ganz wichtig, damit wir wissen, wie diese Veranstaltung ankommt, ob wir sie wiederholen sollen, in welcher Form wir sie wiederholen sollen, wo wir auch noch lernen können daraus. Nutzen Sie einfach alle Funktionen, die Sie auf dieser Plattform Talk finden. Ich finde, das ist alles ziemlich intuitiv gemacht. Und selbst wenn Sie mal stecken bleiben sollten, gehen Sie zum Talk Tech Support, der Ihnen da weiterhilft. Der ist den ganzen Tag überall live geschaltet. Ja, und wir sehen uns wieder um 12.30 Uhr zum Themenblock Aufbereitung, wieder mit sehr spannenden Vorträgen aus Thale, aus Bitterfeld-Wolfen und aus Bad Grund. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin viel Spaß auf der Messe. Danke Ihnen.